Hallo, du bist schon wieder fleißig. Was rechnest du da aus? Ja, nach diesen ganzen Digi-Stammtischen habe ich mir gedacht, ich muss meinen Alltag ein bisschen digitaler gestalten. Und jetzt wollte ich wissen, wie viel ich pro Monat ausgebe. Dazu habe ich jetzt mal ein Word-Dokument erstellt. Ein Word-Dokument? Ach, sowas machst du am besten mit Excel. Das mache ich täglich in meiner Arbeit. Microsoft Office ist ein Produktpaket von Microsoft, welches zahlreiche Programme beinhaltet. Die bekanntesten darunter sind Word, Excel und PowerPoint. Excel eignet sich für die Berechnung aller Art, zum Beispiel für Katharinas Haushaltsbudget. Man kann die Zahlen, die für die Berechnung verwendet werden, in verschiedene Zellen schreiben. Um zwei Zellen zu addieren, muss man zum Beispiel Gleichheitszeichen A1 plus A2 eingeben oder die entsprechenden Zellen markieren. Die Subtraktion funktioniert gleich, jedoch mit einem Minus statt dem Plus. Für das Dividieren verwendet man das Slash-Zeichen. Beim Multiplizieren schreibt man ein Sternchen für das Mal. Word eignet sich für die Textverarbeitung und Formatierung von Text, zum Beispiel für Katharinas Uni-Mitschriften. Den Text oder Teile des Textes kann man kursiv, fett oder unterstrichen formatieren. Dafür gibt es auch Tastaturkürzel. In Windows sind das STRG I für kursiv, STRG B für fett und STRG U für unterstrichen. Bei macOS verwendet man Kommando I, Kommando B und Kommando U dafür. Den Text kann man natürlich auch einfärben. Auch ganze Absätze kann man formatieren, linksbündig, zentriert, rechtsbündig oder im Blocksatz. Man kann Text auch einrücken, indem man einfach den Einzug verändert. Die Möglichkeit, Text hoch oder tief zu stellen, braucht man zum Beispiel für Formeln. Auch dafür gibt es Tastaturkürzel. Bei Windows ist das STRG Plus für Hochstellen bzw. STRG Raute. Bei macOS ist es Kommando Ctrl Plus und Kommando Ctrl Minus. Um einen Text zu strukturieren, kann man Aufzählungszeichen, Nummerierung und die Liste mit mehreren Ebenen benutzen. Wer häufig mit Überschriften arbeitet und möchte, dass die Überschriften immer gleich aussehen, sollte schlussendlich Formatvorlagen benutzen. Danke, Martin. Jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus mit Word und Excel. Und PowerPoint verwende ich eh schon für Präsentationen auf der Uni. Ja, das ist so ähnlich wie Word. Früher dachte ich, dass meine Folienübergänge, wenn sie so animiert sind oder hereinfliegen, die Präsentation auch spannender macht. Ja, lustig sind sie schon, aber auch ein bisschen unprofessionell. Also für meine Uni-Präsentationen nicht ganz passend.